Bonjour, monsieur, dame. C'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. This is Women X. We don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Patientenverfügung. Ich habe heute Morgen schon was vorgelesen. Ich bin am Ende eines Absatzes angekommen und es geht zu diesem Buch. Ich habe nochmal 10 Euro investiert um das ältere Buch. Ich habe noch ein zweites, das Vorsorgehandbuch, das ist etwas neuere. Von dem, was ich bisher gelesen habe, gefällt mir das auch besser als das hier. Und ich lese es mir einfach mal durch und während ich mir das durchlese, lese ich es auch vor. Es gibt Bausteine für eine Patientenverfügung und im Gegensatz zu dem Buch gibt es hier auch Muster. Wichtig ist, man kann diese Muster nach Auskunft aus diesem Buch nicht einfach übernehmen, sondern muss eine Patientenverfügung in eigenen Worten abfassen. So. Die Musterbeispiele unterscheiden sich auch von dem, mittagstief. Was ich bisher gemacht habe, ich habe relativ spät Mittag gegessen, deshalb bin ich ein bisschen müde. Ich mache mir gleich einen Kaffee. Ängste und unrealistischer. Ängste und unrealistische Erwartungen sind schlechte Berater für die eigenen Entscheidungen. Vielmehr sind eine intensive Beschäftigung sowie ein ruhiger und kritischer Blick auf unseren Umgang mit schweren Erkrankungen, Sterben und Tod erforderlich. Gespräche in der Familie mit Freunden, Ärzten und anderen können bei der Entscheidung über das eigene Vorgehen helfen. Vielleicht ergibt es sich bei solchen Begegnungen sogar, dass es neben der Abfassung einer Patientenverfügung genauso wichtig ist, zu überlegen, wem man sich in schwierigen Zeiten von Krankheit und Sterben anvertrauen möchte. Und sie können erfahren, wer sich fürsorglich und solidarisch um ihre Belange kümmern mag. Okay, also, wenn man mit Leuten aus der eigenen Familie spricht darüber, und ich betone an der Stelle, ich würde das so nicht machen, ich würde mit Profis darüber reden und dann einfach was schreiben, ohne mich da großartig beeinflussen zu lassen, aus der Familie. Ich habe da auch noch nie mit einem in der Familie großartig drüber gesprochen, außer dass ich nicht bereit zur Organspende bin und zwar so dermaßen gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Will auch nichts näher zu sagen, ist zu persönlich. Also ich würde das so nicht machen. Wenn man das macht, prognostizieren die hier in dem Buch, dass man relativ schnell merkt, ich sage einfach mal so, wie es hier ausgeht. Und sie können erfahren, wer sich fürsorglich und solidarisch um ihre Belange kümmern mag. Also wer dafür in Frage kommt. Also man erfährt relativ schnell, wer dafür in Frage kommt. Wir wollen mit dem vorliegenden Ratgeber ermutigen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich diesem Lebensabschnitt zu öffnen. Wir wollen Sie mit dem vorliegenden Ratgeber ermutigen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich diesem Lebensabschnitt zu öffnen. Er soll die Instrumente Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung erklären und deren
Verwendungsmöglichkeiten und Grenzen aufzeigen. Im Anhang bieten wir Ihnen dazu Vordrucke und Muster. Wir haben aber bewusst darauf verzichtet, Ihnen ein fertiges Formular für eine Patientenverfügung vorzulegen. Vielmehr möchten wir Ihnen mithilfe von Fragen Anregungen geben, sich über Ihre persönlichen Werte und Wünsche klar zu werden. Denn das allein zählt. Die Bausteine am Ende dieses Ratgebers können Sie dann dabei unterstützen, Ihren eigenen Vorsorgewunsch niederzuschreiben. Also es geht darum, dass man sich mit den Mustern informiert und die Bausteine am Ende dieses Ratgebers dazu benutzt, um seinen eigenen Vorsorgewunsch niederzuschreiben. Das heißt, man soll das nicht wortwörtlich übernehmen, sondern man nimmt diese Bausteine. Denn man muss das selber machen, in eigenen Worten. So. Mit der gesetzlichen Regelung der Patientenverfügung ist festgelegt, dass diese Verfügung schriftlich abgefasst sein muss, damit sie gültig ist. Also Schriftlichkeit ist wichtig, in eigenen Worten ist richtig. Es ist aber auch klar geregelt, dass eine Patientenverfügung für die behandelnden Ärzte verbindlich ist. Dann ist die verbindlich. Auch und gerade dann, wenn der Patient den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen wünscht. Und zwar unabhängig davon, ob diese Situation lebensbedrohend ist. Dem Patientenwillen ist damit eine hohe Bedeutung zugemessen worden. Er soll allerdings nur dann gelten, wenn sich der Patient erkennbar mit der Lebens- und Behandlungssituation auseinandergesetzt hat. Umso wichtiger ist es, eine individuelle Verfügung zu erstellen, die verdeutlicht, dass die Verfasserin oder der Verfasser sich Gedanken über diese schwierigen Fragen gemacht hat und nicht nur ein Formular ausgefüllt hat. So. Dem Patientenwillen ist damit eine hohe Bedeutung zugemessen worden. Und jetzt kommt es. Er soll allerdings nur dann gelten, wenn sich der Patient erkennbar mit der Lebens- und Behandlungssituation auseinandergesetzt hat. Umso wichtiger ist es, eine individuelle Verfügung zu erstellen, die verdeutlicht, dass die Verfasserin oder der Verfasser sich Gedanken über diese schwierigen Fragen gemacht und nicht nur ein Formular ausgefüllt hat. Also man muss verdeutlichen, dass man sich Gedanken gemacht hat, deshalb muss man ihn in eigenen Worten abfassen. Ich verdeutliche das hier sehr stark. Ich informiere mich anhand der Materialien der Verbraucherzentrale und nicht nur das. Ich greife auch noch auf einen Fachverlag aus Regensburg zurück. Das Material habe ich auch bestellt. Das ist etwas teurer als die beiden Sachen von der Verbraucherzentrale. Tipp: Textbausteine sowie Musterbeispiele finden Sie in den Kapiteln 6 und 7. Musterformulare im Anhang. So. Ich weiß, dass jeder jetzt wissen will, wie so ein Musterbeispiel aussieht. Und ich lese jetzt, glaube ich, einfach mal eins vor. Muster für eine Patientenverfügung. Die ist ziemlich lang. Lese ich später mal vor. Vielleicht gibt es eine kürzere. Gibt es ein Muster für eine Betreuungsverfügung, die ist relativ kurz, ist auch nicht so schwierig. Vollmacht. Ich glaube, ich lese die jetzt nicht vor. Die dauert
länger als die knappen 15 Minuten, die ich mir noch als Zeit gegeben habe. Mache ich später, mache ich aber. Vielleicht mache ich das nicht. Boah, oder ich lasse euch schmoren. So. Das Wichtigste in Kürze vorab. Patientenverfügungen müssen schriftlich erstellt werden. Sie können aber mündlich oder durch Gesten jederzeit widerrufen werden. Außerdem müssen sie eine konkrete Lebens- und Behandlungssituation betreffen. Es reicht also nicht aus, nur zu schreiben, ich will ein selbstbestimmtes Leben führen und nicht von Apparaten und Schläuchen abhängig sein. Gut. Ich kenne Leute, bei denen das so ist, dass die gerne von Apparaten und Schläuchen abhängig sein müssen. Wollen. Naja. Es steht ja auch nur, dass es nicht reicht, nur zu schreiben. Man kann das ruhig da reinschreiben. Das ist ein guter Satz. Ich würde den da reinschreiben. So. Viel wichtiger als das ist mir aber vor allem, dass ich selbstbestimmt über meinen Behandlungsverlauf entscheide und dazu in die Lage versetzt werde. Ich sag mal besser nichts, was ich die letzten Jahre erlebt habe. So, gesetzliche Grundlage Sterbehilfe. Im Dezember 2015 hat der Deutsche Bundestag eine Änderung des Strafgesetzbuches beschlossen. Die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung wird nun unter Strafe gestellt. Vereine oder Einzelpersonen dürfen Beihilfe zum Suizid nicht als Dienstleistungen oder als Dienstleistung anbieten. Damit gilt eine Regelung, wie sie in den meisten europäischen Ländern Gesetz ist. Erlaubt ist eine organisierte aktive Sterbehilfe aber in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Die geschäftsmäßige Sterbehilfe ist somit in Deutschland verboten und wird mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft. Ich hätte Gefängnis geschrieben, aber egal. Ausschlaggebend für eine Strafandrohung ist nicht, ob jemand das ist komisches Deutsch. Das legt nahe, dass ein Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft das Normale ist. Ich finde das Buch jetzt schon einfach nur scheiße. So. Ausschlaggebend für eine Strafandrohung ist nicht, ob jemand mit der Hilfe zum Suizid Gewinn erzielen möchte, sondern ob die Hilfe zum Freitod dauernder und wiederkehrender Bestandteil der beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit ist. Okay. Die Beihilfe zur Selbsttötung im Einzelfall ist und bleibt straffrei. Ich glaube, ich habe hiermit gerade ein Problem. Ich würde, glaube ich, lieber in das Gesetz gucken, als dass ich mir das hier durchlese. Ich habe den Eindruck, das stimmt hier nicht. Ich lese das mal nicht weiter vor. Ich kriege normalerweise nicht in Bücher rein. Hier mache ich mir mal ein dickes Fragezeichen. Ich habe so dermaßen Probleme mit diesen Formulierungen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, liebe Zuschauer und Zuhörer. Wie gesagt, ich finde das Heft hier besser. Das hier finde ich jetzt schon einfach nur noch zum Kotzen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Strafrecht von 2015 oder später habe. Ich gucke nach.
Naja, es kann nicht immer der ganz große Wurf sein. So, ist wahrscheinlich eher für Rechtsanwälte, die finden sich da eher drin wieder als ich. Ich habe jetzt schon einen Kaffee auf, mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß gar nicht, ob man die Autoren noch verklagen kann. Ich bin gerade am Klagen, weil ich keine Arbeit habe und mir das Geld ausgeht. Ich krieg das so. Und jetzt sage ich besser nichts. Patientenverfügungen mit dem Ziel des Abbruchs der Behandlung. Es ist im Wesentlichen dieser Ausschlaggebend für eine Strafandrohung ist nicht, ob jemand mit der Hilfe zum Suizid Gewinn erzielen möchte, sondern ob die Hilfe zum Freitod dauernder oder wiederkehrender Bestandteil der beruflichen und wirtschaftlichen Tätigkeit ist. Ich finde diesen Satz so dermaßen daneben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allem finde ich das, wenn diese beiden Wichser, Entschuldigung, ist eine Frau dabei, dem Richter erzählen, wie ein Gesetzestext zu verstehen ist. Ich finde das einfach nur daneben. Ich weiß nicht, ob das Richter sind. Selbst wenn es welche wären, würde ich es dann finden. Und wenn das hier aus dem Gesetzestext sein sollte, ich kenne ihn wirklich nicht, sollte man sauber zitieren. Und so alt sind wir alle. Man lernt das in der Schule, glaube ich, im 9. Schuljahr, dem 10. nochmal. Mir kommt die Galle hoch. Patientenverfügungen mit dem Ziel des Abbruchs der Behandlung können auch für Situationen getroffen werden, die nicht bereits unmittelbar zum Tod führen. Es kann also ein Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen festgelegt werden für Behandlungssituationen, die eigentlich nicht tödlich verlaufen, etwa ein Wachkoma. Aktive Sterbehilfe ist jedoch weiterhin verboten und kann deshalb auch nicht in einer Verfügung erbeten werden. Der Bundesgerichtshof hat im Juli 2010 klargestellt, dass auch ein Behandlungsabbruch erlaubt ist. Aha. Der Text muss auch nochmal überarbeitet werden. Die ich glaube, ich kann mal vorlesen. Beispiel, vielleicht wird es jetzt klarer. Hat ein Betroffener in einer Patientenverfügung etwa festgelegt, nicht durch eine Magensonde versorgt werden zu wollen, darf diese nicht gelegt werden oder wenn dies bereits geschehen ist, muss sie entfernt werden. Okay. Halte ich auch für zweifelhaft, weil hier oben steht, dass man die Situation beschreiben muss, in der eine Magensonde nicht gelegt werden soll. Zum Beispiel befinde ich mich in einem Wachkoma und kann nicht selbst darüber entscheiden, ob eine Magensonde gelegt wird oder nicht. Möchte ich nicht, dass eine Magensonde gelegt wird. Das steht hier aber nicht so. Ich finde das alles. Ich finde das da besser. Ich fand auch die Fragen. Die Fragen haben mich nachdenklich gemacht, die ich aufgeschrieben habe. Die fand ich auch besser als der Text. Ja. So. K.
kann sich ein Patient nicht mehr selbst äußern, muss sich sein Bevollmächtigter oder sein gerichtlich bestellter Betreuer an die Verfügung halten und sie gegenüber den Ärzten einfordern. Eine interessante Situation, vor allem wenn man mit dem Landschaftsverband Rheinland zu tun hat oder ihm untergeordnete, angeblich unabhängige, aber dann doch angegliederte Vereine. Mehr will ich dazu auch erstmal nicht sagen. Hier kommt wieder nur noch die Hölle hoch. Hat ein Patient keine gültige Patientenverfügung, müssen sich Bevollmächtigter oder Betreuer mit dem Arzt über den mutmaßlichen Willen einigen. So. Hat ein Patient keine gültige Patientenverfügung, müssen sich Bevollmächtigter oder Betreuer mit dem Arzt über den mutmaßlichen Willen einigen. Das streiche ich mal. So, ich lese den Absatz noch zu Ende vor. Dabei sollen auch Verwandte und Freunde hinzugezogen werden. Gelingt keine Einigung, wird das Betreuungsgericht eingeschaltet. Dritte, also Angehörige, okay, das Betreuungsgericht. Müsste ich auch mal rauskriegen, was das genau ist. Ich meine, jetzt fange jetzt hier an, um Renomen zu malen. Ich markiere vor allem die Stellen, die ich noch nicht ganz verstehe. Dritte, also Angehörige. Dann mache ich ein Ausrufezeichen hin. Dritte, also Angehörige oder Freunde, können jederzeit das Betreuungsgericht anrufen, wenn sie meinen, dass der Patientenwille nicht umgesetzt wird. Die Frage ist, ob sie es nur können oder müssen. Ja, man muss das sogar. Auch mal ins Gesetz gucken. Wie gesagt, ich habe mir ein BGB besorgt. Ich habe es noch nicht bezahlt, es ist noch nicht angekommen. Hier wird das BGB zitiert. Ich guck mal. So, das war's schon wieder. Ich möchte nochmal Werbung für das Vorsorgehandbuch machen. Mir war da mehr klar als das, was ich bisher hier gelesen habe. Ich fand auch viele Formulierungen besser. Der Text liest sich auch flüssiger. Ja, bis später. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Und wische mal die Küche. Ja.